Und du erzählst. Ja. So, herzlich willkommen zu unserem letzten Beitrag vor der Kaffeepause. Es wird nochmal sehr spannend. Es geht jetzt um die Energiewende und die Möglichkeiten von Open Science als Weg für Partizipation von uns allen. Dabei begrüße ich unsere ReferentInnen, die sich selber noch vorstellen werden. Aber es handelt sich hierbei um eine Gruppe an der Schnittstelle zwischen Klimawissenschaft und Aktivismus. Herzlich willkommen, viel Spaß. Hallo, ich bin Frank vom PIC. Ich bin Sarah vom Rainer-Lehmann-Institut. Anton vom PIC. Und ich bin Ludwig vom Rainer-Lehmann-Institut. Wir werden heute was Partizipatives machen und dafür haben wir ein Tool mitgebracht, was leider nicht open ist, das Menti-Tool. Also wir haben jetzt während der Präsentation, habt ihr ein bisschen Zeit, euch in WLAN einzuwählen oder sonst irgendwie in dieses Internet zu kommen. Geht auf menti.org und da gibt es diesen Code, der ist 12202 und die Superzahl ist 6. Und da werden wir ein paar Fragen für euch haben. Das heißt, am Ende wäre gut, wenn ihr alle eingewählt seid und dann können wir so ein bisschen Feedback, können wir ein bisschen als Gruppe kommunizieren. Und du fängst an, Anton. Jo, dann geht's schon los. Energiewende, worum geht's eigentlich? Ich will noch mal kurz ein bisschen, damit wir auf einem Level sind hier im Raum. Wir haben heute schon viel in den vorangegangenen Sessions gehört, aber noch mal so die Basics. Was ist eigentlich Energiewende? Worüber reden wir da? Warum betrifft uns das alle? Also das Ziel der Energiewende ist primär die Dekarbonisierung unseres Energiesystems. Ne? Wir wollen halt irgendwie den Klimawandel aufhalten. Und ein wesentlicher Step dabei ist, das Energiesystem zu dekarbonisieren. Warum ist das so wichtig? Wir sehen jetzt hier in dieser Grafik mit den Daten vom IPCC, dass die Elektrizität und Wärme eigentlich nur 25% des CO2-Ausstoßes weltweit machen. Warum ist es trotzdem wichtig? Wichtig ist, Energiewende bedeutet, dass wir zum einen halt irgendwie das Energiesystem versuchen mit erneuerbaren Energien, also Wind- und Solarenergie vor allen Dingen zu speisen, zum anderen aber auch, dass andere andere Sektoren, wie zum Beispiel Transport oder Industrie oder auch Gebäudetechnik, halt irgendwie zusätzlich elektrifiziert werden. Also es wird sehr viel mehr, dieser Balken Elektrizität und Wärme, der wird einfach größer werden, weil Schlagwort ist dabei Sektorkopplung, weil im Prinzip wir versuchen, andere Sektoren, Elektromobilität etc. Auch über Elektrizität zu speisen. Die große Herausforderung ist dabei eben diese Skalierung, das aufzuskalieren. Und gleichzeitig kriegen wir natürlich irgendwie durch Solar- und Windenergie Schwankungen in der Energieerzeugung. Und das ist eine Riesenherausforderung. Wie kann man damit umgehen? Es gibt verschiedene Maßnahmen. So, ich habe jetzt hier mal ein paar Buzzwords hingeschrieben. Netzausbau vom Strom- und Gasnetz, Flexibilisierung, da kann man auch irgendwie viel drunter verstehen. Energiespeicherung ist klar, haben wir heute auch schon viel zu gehört. Und dann natürlich auch die effiziente Nutzung und Einsparung von Energien. Jetzt lässt dieser grobe Weg aber noch ganz viel Spielraum im Prinzip offen. Ne? Wir haben jetzt irgendwie in dem vorangegangenen Talk haben wir schon gehört, es gibt irgendwie wichtige Fragen, die uns alle betreffen. Wie soll unser Energiesystem der Zukunft aussehen? Und wir haben alle irgendwie ein wesentliches Interesse daran, das irgendwie in unserem Sinne zu gestalten. Und dann ist die Frage, sollten wir das eher zentral oder dezentral gestalten? Wem gehört die Infrastruktur? Wer verdient im Prinzip an diesen ganzen Sachen? Ne? Sind die Stakeholder wirklich daran interessiert, den CO2-Footprint zu verringern? Oder wollen die halt einfach nur irgendwie ein neues Marktsegment aufmachen, in dem sie viel Energie, viel Geld machen können? Genau diese Fragen, die gerade diskutiert wurden, wie intelligent sollen unsere Netze sein, wie steht es um unseren Datenschutz, unsere Stromdaten, wie sinnvoll ist es irgendwie eine zentrale Serverinfrastruktur zu haben, die angreifbar ist, worüber wir irgendwie so sensible Infrastruktur wie Energie regeln. Solche Smart Systems, führt das nicht zu einer Monopolisierung des gesamten Energiemarkts? Und diese Fragen sind wichtig und betreffen uns alle. Der große Stein, der da im Weg liegt, ist im Prinzip,
dass das Wissen über wie funktioniert das Energiesystem und wie kann es sich verändern, sehr geschlossen ist. Und das ist ein ziemlich elitäres Ding, mit dem wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jeden Tag auch irgendwie in Kontakt kommen. Wir haben sehr viel proprietäre Software mit extrem teuren Lizenzgebühren. Es gibt intransparente Modelle, wo kein Mensch weiß, was die genau machen. Daten sind nicht offen lizenziert, was es erschwert, irgendwie damit zu arbeiten. Paper werden irgendwie in Journals veröffentlicht, die nicht für alle Menschen zugänglich sind, obwohl wir alle die mit unseren Steuergeldern finanziert haben. Also für uns als Zivilgesellschaft ist eine Einflussnahme auf diesen ganzen Prozess extrem schwierig und letzten Endes ist das so ein sehr elitärer Prozess, wie die Energiewende vorangeht, weil nur wenige Expertinnen und Experten im Prinzip dem bestimmen. Und was da ein Ausweg sein könnte, dazu redet Ludwig. Ja, das war natürlich die perfekte Vorlage für die Arbeit, die ich in den letzten 2 Jahren am RLI machen durfte. Wir haben uns mit Open Science, oder ich habe mich viel mit Open Science Projekten auseinandergesetzt. Was ist Open Science und was ist Open? Das ist wie beim Free Software oder Open Software nicht hundertprozentig ausdefiniert. Ich würde das jetzt einfach mal so für heute definieren als Open bedeutet, es ist juristisch und technisch 100% zugreifbar. Also man kann vollständig auf alle Sachen zugreifen, ohne irgendwelche Einschränkungen zu haben. Also die 4 Freiheiten, die Richard Stallman mal definiert hat für freie Software, dass die eben auch für alle anderen Bereiche gilt. Und da ist Open Science halt ein großer Sammelbegriff. Es geht um offene Methoden, also darum, was Theorien, mathematische und physikalische Grundlagen, da haben wir nicht so das große Problem. Die stehen eigentlich in jedem Physikbuch. Und Mathematik kriegt man eigentlich auch ganz gut im Internet. Im Open Methodology-Bereich sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Im Open Source-Bereich, wie gerade angesprochen, ist der Großteil eben proprietäre Modelle. Das ist zum einen ärgerlich, weil ein Großteil dieser Modelle auch von in Forschungsgeldern bezahlt worden sind. Also da sehen wir ganz klar die Kampagne Public Money, Public Code. Also alles, was aus öffentlichen Geldern finanziert ist, muss auch allen immer zur Verfügung stehen. Da sind wir im Open-Source-Bereich, haben wir natürlich die Hacker-Szene, von denen wir sehr viel lernen können. Also wie verwaltet man freie Software, wie geht man mit Lizenzen um, da sind wir relativ gut aufgestellt. Im Open-Data-Bereich gibt es noch sehr, sehr große Schwierigkeiten in der wissenschaftlichen Arbeit mit großen Datenmengen. Das sind zum einen halt, wie diese Datenbanken lizenziert werden, wer ist der Urheber, wenn da mehrere Parteien, also Doktoranden oder Abschlussarbeiten oder wissenschaftliche Angestellte an Datenquellen zusammenarbeiten, wem gehört das dann im Endeffekt? Da haben wir noch einen ganz großen Bereich, wo wir in den nächsten Jahren auch viel machen werden. Open Peer Review und Open Access kann man fast so ein bisschen zusammenziehen, da geht es eigentlich um die Verwertung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und Open Education ist das, was wir hier gerade machen. Wir zeigen Präsentationen und geben unser Wissen an andere weiter. Jetzt haben wir das mal so ein bisschen praktischer aufs Energiesystem ganz abstrahiert. Was macht so ein Energiesystemmodellierer den ganzen Tag? Wir haben irgendwelche Rohdaten, die wir sammeln. Das können zum Beispiel Kraftwerksdaten, Wetterdaten oder Lastzeitreihen sein. Die werden irgendwie aufbereitet, dass sie ins richtige Format kommen. Da gehen wir dann von Open Data mit Skripten in den Open Source Bereich, haben dann unsere, je nachdem, was man sich anguckt, Simulationsprogramme, lineare Solver, die irgendwelche Optimierungsprogramme lösen oder Speichereinsätze, Kraftwerkseinsätze machen. Da kommen wir ganz knallhart in den Open Source Bereich. Haben wir irgendwelche Ergebnisse wieder, die wir auch wieder prozessieren müssen und haben wieder Output, Open Data. Das Ganze, da machen wir dann noch schöne Grafiken raus und leiten daraus irgendwelche Erkenntnisse ab. Diese Erkenntnisse schreiben wir dann in wissenschaftliche Paper oder Artikel und die wollen wir dann halt auch unter freien Lizenzen zur Verfügung machen. Und anstatt einfach nur hinten anzusetzen und zu sagen, hier, ich gebe euch meine Präsentation, sagen wir halt, wir wollen die gesamte Kette offenlegen von den Anfang. Und das heißt, Open Source ist da oder Open Science ist da nicht der Schalter, ich mache einfach an und ich bin open, sondern wir brauchen dafür halt, es ist ein Prozess, den wir gemeinsam gehen müssen im Wissenschaftsbereich. Normalerweise habe ich dann immer ein paar Minuten, wo ich über Lizenzen erkläre, was sind Lizenzen, wofür brauche ich die, was ist der Unterschied zwischen einer offenen Lizenz und einer nicht offenen Lizenz. Ich gehe heute mal davon aus, dass ein paar Leute das wissen, was das ist, ansonsten können wir das gerne nochmal irgendwie nachholen. Das ist so
eine Matrix, die ich aufgestellt habe, aus den gängigsten offenen Lizenzen, die im Energiebereich gerade so verwendet werden. Im Datenbereich spaltet sich das ein bisschen in die Creative Commons und die ODC, das sind die Open Data Commons Fraktionen. Die einen, das sind eher die Open Street Mapper und die anderen, die kommen dann eher aus dem Artwork-Bereich. Die sind mit den Creative Commons Lizenzen ganz gut vertraut. Das heißt, Präsentationen und Bilder werden dann offen lizenziert. Im Softwarebereich konzentriert sich das sehr stark auf das MIP und die GPL-Lizenzen. Und jetzt kommt ein bisschen angewandt, was man mit den so offenen Tools dann so machen kann. Genau, hallo. Ich wollte euch jetzt mal an einem Beispiel von unserer Forschung, die wir am PIC machen, erzählen, wie so ein Prozess aussehen kann. Und zwar wirklich, ich fange mal an mit einer wirklich Grundlagenforschung. Also hier ist ein Screenshot vom skandinavischen Stromnetz. Ich wollte euch ein Video zeigen, aber der Punkt ist, das ist auch ein schönes Beispiel für Open Source. Wir haben ein Visualisierungstool gemacht, mit dem man irgendwie da rumklicken kann und das Stromnetz zum Absturz bringen kann, das skandinavische in dem Fall. Und dann hat ein Freund von einem der Entwickler gesagt, das ist doch schön, er hat das weiterentwickelt und das ist jetzt die Version, die hier unten verlinkt ist, eben seine GPL3 Fork. Also funktioniert sofort. Worum geht es in dem Tool, worum geht es in der Forschung, die wir im PIC im Complexity Science Bereich machen, ist Frequenzstabilität. Der Begriff fiel schon mal. Warum ist das ein total spannender Begriff für Complexity Science und für Grundlagenforschung? Die 50 Hertz, die aus der Steckdose hier kommen, die 50 Hertz, die in der Türkei aus der Steckdose kommen, die 50 Hertz, die in Portugal aus der Steckdose kommen, das sind dieselben 50 Hertz. Das ist ein unglaublich krasser Fakt, wenn man kurz darüber nachdenkt. Wir haben ein kontinentales System, das mit 50 Hertz schwingt. Wenn ein Teil von dem System schneller schwingen würde als ein anderer Teil, dann würden sich gewaltige Ströme dazwischen aufbauen und es würde dazwischen alles ausfallen und ich habe die Leitung dazwischen ausfallen und das System würde in verschiedene Frequenzzonen zerbrechen, nicht mehr funktionieren. Das ist zuletzt 2006 in einem großen Ausfall passiert. Das war tatsächlich es war den Betreibern nicht klar, dass sie in so einem vulnerablen Zustand sind. Deswegen schauen wir uns an, wie funktioniert dieser Zustand, wie funktioniert diese Stabilität des Systems. Wie das nicht funktioniert, ist, dass es irgendwo in Brüssel eine Uhr gibt, die 50 Hertz vorgibt. Das würde nicht funktionieren, das kann gar nicht funktionieren, wenn man sich überlegt, wie groß die Distanzen sind, was die Kommunikationsdelays wären. Stattdessen funktioniert das so, dass jeder lokal den Zustand des Netzes sieht, lokal stabilisierend wirkt, versucht die 50 Hertz zu halten und das Gesamtsystem, das sich aus diesen vielen kleinen Fischen, wie wir es eben in der letzten Präsentation gesehen haben, zusammensetzt, einen selbstorganisierten Zustand ausbildet. Dieser selbstorganisierte Zustand, den könnte man nicht zentral organisieren. Warum? Weil diese 50 Hertz in Balance und der Ausgleich dieser 50 Hertz Sache dadurch zustande kommen muss, dass sich Angebot und Nachfrage instantan immer ausgleichen. Das ist eine Organisationsaufgabe, die wieder ziemlich unvorstellbar ist. In ganz Europa sind instantan Supply und Demand von Energie im Stromnetz immer ausgeglichen, bis auf sehr kleine Fehler. Das kann nicht zentrale Steuerung, das kann nur ein dezentrales System, eine intelligent aufgebaute lokale Steuerung, die zu einem selbstorganisierenden Zustand führt, der dann resilient ist. Diese Resilienz untersuchen wir und dieses allgemeine Organisationsprinzip untersuchen wir. Um jetzt dieses allgemeine Organisationsprinzip, Dezentralität, also dadurch auch Resilienz des Gesamtsystems durch lokale Aktion, anwendbar zu machen auf die Energy Transition, haben wir ein Forschungsprojekt zum Beispiel hier mit Lia Streng von der TU Berlin. Dazu, dass wir uns angucken, wie in einem zellulären Ansatz wir solche dezentralen Verhalten strukturieren können, sodass die einzelnen Inseln immer stabilisierend wirken, sowohl nach innen als auch nach außen. Das ist die große Herausforderung, denn letzten Endes kann man nicht einfach sagen, wir machen alles mit komplexen Systemen, dezentral und so weiter. Die Komplexität geht dadurch nicht verloren. Die Komplexität geht woanders hin und sie muss auf eine andere Art und Weise beherrscht werden. Und wir versuchen das in diesem Forschungsprojekt dadurch, dass wir spezifizieren, wie jede dieser Regionen, wie jede dieser Zellen sich verhalten soll und dadurch
eine Aggregation zustande kommt von stabilisierendem Verhalten. Nächster Schritt, das ist also jetzt alles Grundlagenforschung, das geht jetzt dann in die angewandte Forschung. Der nächste Schritt ist, dass wir mit dem RLI zusammen, insbesondere mit Sarah zusammen, ein Forschungsprojekt aufsetzen wollen, das diese Erkenntnisse jetzt in einem Open Science Prozess in ein Anwendertool übersetzt. Das heißt, jeder, der dann hergehen will und sich sein eigenes autonomes oder semi-autarkes zelluläres Netz aufbauen will, jede Gemeinde oder jeder Industriepark, kann dann hergehen, das Tool nehmen, das wir entwickelt haben und damit die Auslegung machen dafür, ein dynamisch stabiles, resilientes Stromnetz, das so dezentral zellulär funktioniert, umzusetzen. Das ist in der Planung, das ist noch nicht angelaufen. Was jetzt schon anläuft, ist, dass wir mit den Open-Source-Sachen, die wir im Rahmen dieser Forschung zur Dynamik und Stabilität von Stromnetzen gemacht haben, ein Open-Source-Paket entwickelt haben und ein Spin-off, das versucht, darauf aufbauenden Consultancy-Services anzubieten und eben auch Open-Source-Modelle für Nutzer und Nutzerinnen zu entwickeln, gestartet ist oder in den nächsten Tagen starten wird. Genau, zu konkreteren Projekten, die schon laufen und die schon zu solchen Tools geführt haben, würde ich jetzt Sarah noch mehr erzählen. So, könnt ihr mich hören? Ja, danke Frank. Ich möchte euch jetzt einen kurzen und beispielhaften Einblick in Open Science Projekte geben, die am RLI gerade im Entstehungsprozess sind oder schon entstanden sind. Und zum einen möchte ich dann auf sogenannte Stakeholder Empowerment Tools verweisen oder STEM Tools genannt. Die kann man sich als Web App vorstellen. Und diese Web Apps vergleichen verschiedene Optionen zur Deckung des Wärmebedarfs in Haushalten, in Einzelhaushalten sowie in Kommunen zum Beispiel. Und somit stellen diese Stakeholder Empowerment Tools Entscheidungshilfen dar für auf einer kommunalen Ebene als auch für eine Privatperson oder denkbar auch für Communities, die sich entscheiden wollen, ob sie in der Zukunft weiter mit Heizöl heizen wollen oder vielleicht in eine Wärmepumpe investieren wollen. In Kombination mit einem kleinen Speicher. Wie hier zu sehen ist, es gibt so verschiedene Regler, an denen kann man ein bisschen herumspielen und im Hintergrund läuft dann ein Optimierungsalgorithmus, der dann Kosten und CO2-Emissionen von diesen verschiedenen Optionen vergleicht. Mit dem Schlagwort Optimierungsalgorithmus will ich auch gleich zum nächsten Projekt überleiten. Im Hintergrund von diesen Stakeholder Empowerment Tools läuft nämlich das Open Energy Modeling Framework oder auch kurz ÖMOF. ÖMOF ist, was ist das eigentlich? Das ist eine Toolbox, mit Hilfe derer man sich so Energiesysteme auslegen kann und deren Operation auch optimieren kann. Und für wen ist diese Toolbox eigentlich programmiert? Also abzielt das eigentlich darauf, dass zum einen Energiesystemmodellierende diese Software benutzen können, weiterentwickeln können, gleichzeitig eben auch Stakeholder oder eben Ingenieurinnen, die nur grundlegende Programmiererfahrung haben, aber trotzdem Energiesysteme auslegen wollen. Die Programmiersprache ist Python und es wird in einem Community-Prozess, in einem offenen Community-Prozess entwickelt. Deswegen auch Verweis auf GitHub und die Dokumentation und die Homepage für die, die es interessiert. Und dadurch, dass gerade diese Open Science Projekte auch neue Fragen aufwerfen und auch teilweise ganz, ganz neue Organisationsstrukturen verlangen, möchte ich noch ein drittes Beispiel zeigen. Das ist nämlich eine internationale Graswurzelinitiative, welche sich gegründet hat, die Open Energy Modeling Initiative, und die agiert gleichzeitig als Wissenstransferplattform, so eine Art Knowledge Hub, und ist eine Community, und diese besteht hauptsächlich aus Energiesystemmodelliererinnen, die sich aus verschiedenen Forschungsinstitutionen und Universitäten, aber auch andere Personen
die sich zu halbjährlichen Workshops treffen. Und es gibt auch eine Online-Plattform, ein Forum, eine Mailingliste. Und in diesem Open Energy Modeling, in dieser Initiative oder auf diesen Workshops werden eben Themen wie offene Lizenzierung, Organisationsprozesse von kollaborativem Coding, wie kann das verbessert werden. Gleichzeitig stellen sie aber auch politische Forderungen und erstellen wir auch politische Forderungen für offene Projekte und ja, fördern den aktiven Austausch von Code und versuchen gemeinsam Schnittstellen zu definieren, wie wir auch unsere verschiedenen Codes zusammenfügen können und dem entgehen, dass wir immer wieder die gleichen Prozesse, den gleichen Code produzieren und so einfach zu einfach effizienter auch werden und effektiver. Genau. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu diesem interaktiven Teil und ich möchte wieder übergeben an Frank. So. Genau. Seid ihr alle eingeloggt? Wir werden es gleich rausfinden, also ihr braucht nicht lügen. Eine Frage gibt es da. Ach, eine Frage. Machen wir erstmal Fragen, ja? Das ist 1, 2, 2. WLAN-Passwort, keine Ahnung. Hör ich nicht gerade, was? Also, soweit ich das verstanden habe, gibt es Freifunknetz hier? Ja, aber das ist dann unser Problem. Okay. Okay, ja, es gibt EduRoam, dafür braucht man einen bestimmten Login, muss immatrikuliert sein in einer Art und Weise. Das tut uns dann leid. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie wir darauf reagieren können. Ist das schon? Sind wir hier schon in der? Ja, vielleicht könnt ihr euch mit Hotspots aushelfen. Guter Einwurf. Also es ist gut, es funktioniert. Und euch geht es gut. Also bis auf 6 Leuten, die nicht sagen wollen. Aber wunderbar. Genau, wir wollen jetzt ein bisschen Feedback von euch kriegen zum Open Science Prozess und dazu, wie der euren Aktivismus unterstützen kann, wie ihr die Schnittstelle seht zwischen, ja, damit das nicht nur so ein Prozess ist, der unter Wissenschaftlern abläuft, sondern der halt auch in die Gesellschaft wirkt, was ja unser Anspruch sein muss. Ich finde es schön, dass es euch so gut geht und dass so viele von euch auch schon eingeloggt haben. Wie geht es jetzt hier weiter? Du bist du kurz hier ran und ich moderiere und du machst den Screen. Genau, wir fangen an mit der Frage, partizipiert ihr bereits in der Energiewende? Also, wie sieht es aus? Das ist... Ich hätte das schon so ein bisschen erwartet, dass wir sowohl, also ist natürlich jetzt auch ein bisschen offen gestellt, aber dass wir so ein beides haben werden. Viele Leute, die sich professionell damit auseinandersetzen und ihre gesamte Zeit da reinstecken und manche Leute, die es noch nicht, die vielleicht hier sind, um sich das erste Mal auch damit auseinanderzusetzen, mehr aus der Digitalbewegung kommen. Genau. Also wirklich ein komplett flaches Spektrum. Das ist genau mitten auf der 3 gelandet. Sehr gut. Dann machen wir einfach mal weiter. Genau. Kann Wissenschaft deinen Aktivismus unterstützen? Wir setzen voraus, dass ihr alle Aktivisten seid. Dann sind wir uns schon mal einig. Das finde ich super. Das ist noch nicht ganz durch. Es ist noch nicht ganz durch, aber ihr seid überwiegend unserer Meinung. Wissenschaft, ich glaube, Wissenschaft und Aktivismus mögen nicht immer voll einer Meinung sein. Da kann die Ökobewegung bestimmt ein Lied von singen, aber sind fundamental Kräfte, die in die richtige Richtung zeigen. Und die Dissonanzen muss man dann auch aushalten. Wo wir jetzt wirklich auf euer Feedback hinwollen, ist mit der nächsten Frage. Und die ist jetzt Herausforderung offen. Jetzt müsst ihr nicht nur eine Zahl auswählen, sondern tippen. Und dann schauen wir mal, was hier gleich auf dem Bildschirm erscheinen wird und dann werde ich an die 3 hier eure Ideen werfen.
Was brauchst du von der Open Science? Wie kann sie deinen Aktivismus unterstützen? Ihr wart gerade der Meinung, ja, Wissenschaft kann Aktivismus unterstützen. Wie? Was braucht ihr hier mehr von uns? Was sind die Stichworte? Einfach nur Worte, praktische Anleitung, Data. Ich glaube, mit Data, da sind wir in der Open Mod voll dabei. Das muss man nochmal betonen. Open Mod ist ein unglaublicher Erfolg. Es gibt sehr viele politische Prozesse auf EU-Ebene und anderswo, die angestoßen wurden. Daten. Viel. Offene Plattform für Veröffentlichung. Data. Da geht schon viel, da sind wir voll dabei. Wenn euch Data interessiert, Open Mod Initiative. Super. Okay. Schulung zu den Tools. Wollt ihr dazu was sagen? Ja, also zu den Tools zu den Tools. Also ich habe ja gerade das Open Energy Modeling Framework vorgestellt und zum einen, wie wir versuchen, den Wissenstransfer da zu gestalten, ist, dass es erstmal eine ziemlich gute Dokumentation gibt. Und zum anderen finden User-Meetings statt, wo Personen, die sich damit beschäftigen wollen, vorbeikommen können. Und dann können wir gemeinsam lernen eben und über die Probleme sprechen, die auftauchen und schauen, wie wir das benutzen können. Genau. Und zu den offenen Daten, da haben wir gerade ein Querschnittsprojekt, das ist die Open Energy Plattform, openenergy-plattform.org, wo wir eine versionierte Community-driven Datenbank für Energiesystemdaten aufbauen. Ist noch sehr dev-mäßig, also die Oberfläche ist noch nicht so schick wie die Screenshots gerade. Wir arbeiten da eher so im Backend-Bereich, dass die Datenbank, Versionierung von Daten, was da ein großes Stichwort ist. Wir wollen immer wissen, wer wann an welchen Daten irgendwelche Einträge gemacht hat, Verbesserungen gemacht hat. Das ist auch ein Community-Projekt, auch aus der OpenMod entstanden. Und ich habe da gerade gesehen, Einbindung nicht akademischer Communities, das finde ich ist ein total gutes Schlagwort. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir alle hier sind. Und ich hoffe, das wird danach auch noch, also wir sind auf jeden Fall beide Tage hier oder einige von uns, wo wir auch nachher noch weiter drüber diskutieren können, weil dafür sind wir auch auf jeden Fall hier, genau. Und ich denke, gerade sowas wie intuitive Schnittstellen zu unseren Modellen und zu den ganzen Ideen, die dahinter stecken, das ist ein Punkt, wo wir irgendwie auch euren Aktivismus, euer Feedback brauchen, weil das ist das, was im wissenschaftlichen Betrieb selber nicht honoriert wird. Und das ist da, wo, wenn Feedback von euch kommt, hey, das hilft, das ist gesellschaftlich relevant. Und wenn wir sehen, das wird eingesetzt, dann kommen wir wirklich auch ein Stück weiter, damit unseren Geldgebern zu sagen, gebt uns Geld dafür, damit wirken wir in die Gesellschaft. Jetzt geht es weiter, die liebste Klimaschutzmaßnahme und ich glaube, damit sind wir dann auch schon am Ende unserer Zeit, genau. Mehr oder minder. Allerletzte Frage, die uns motivieren soll. Genau. Uns alle. Yay, Fahrradfahren. Oh, Fahrradfahren ist groß. Je öfter ihr bestimmte Buzzwords schreibt, desto größer werden die. Ja, vielen, vielen Dank. Ich weiß, wir haben noch zwei Minuten für Fragen. Falls es Fragen gibt, dann bitte jetzt ganz kurz. Wir haben da wirklich den Ansatz, vor allem bei diesen STEM-Tools, dass die Infrastruktur auch offen ist. Also wir bauen auf Django-Server auf. Also das heißt, dass von der Infrastruktur wir offene Tools nutzen, bis hin zur Visualisierung, dass wir offene Logos benutzen, offene Grafiken. Das ist wirklich dass die gesamte Kette irgendwann mal ist. Wir sind noch nicht so weit, aber dass die meisten Sachen auch offen sind. Dass diese STEM-Tools dann so gebaut sind, dass man auch verschiedene Simulationstools in diese Visualisierungstools reinpacken kann. Also, dass ein Studierende eine Abschlussarbeit schreiben kann und die wird dann halt über so ein Tool visualisiert, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, ging es gerade auch um diese interaktive Befragung, ist das richtig? Okay. Dafür müsst ihr Geld zahlen. Ja, die ist leider so nicht Open Source, weil vielleicht sind wir auch dafür hier. Es wäre schön, wenn es eine Variante gäbe, ne, von so einem Tool. Genau.
Okay, wenn es dann keine Fragen mehr gibt, dann machen wir, da hinten gibt es noch eine. Ja, bitte. Die Frage war, glaube ich, wie in, was war es genau, in einem globalen Süden, wie Leute mit diesen Tools dann, was für Erfahrungen wir damit haben. Sarah, du kommst aus dem Off-Grid-Bereich. Das ist eine der Hauptantriebsfedern, die wir haben, dass wir unsere Forschungsgelder dafür nutzen, offene Tools herzustellen, dass auch wirklich jeder und jede auf der Welt diese Tools nutzen kann, ohne irgendwelche Einschränkungen. Das ist der Grundgedanke dahinter, dass wir nicht nur diesen Wissenstransfer und nicht nur einfach Tools bereitstellen, sondern wirklich dieses Wissen in die Welt tragen. Weil sonst können, glaube ich, brauchen wir keine Energiewende machen, wenn wir das nicht als Fokus haben. Okay, wenn ihr noch Bock habt, mehr über das Stromnetz zu wissen, dann gibt es um 18 Uhr noch einen Workshop im Raum Coco von Lia, The Power Grip Enabler or Bottleneck of the Energy Transition. Also wenn ihr Bock auf das Thema habt, dann kommt da vorbei. Cool, danke.